Antopasring. Ich habe geholfen, diesen den Stein mit erfunden. Und ich erzähle euch die Geschichte in einer Minute. Ich glaube, das war vor 6 oder 7 Jahren. Ich werde euch genau diese Stelle aus dem Lamrim vorlesen. Wir haben vor 8 Jahren mit den Lamrim-Klassen begonnen. In den ersten beiden Retreats haben wir den Meditationsteil und den Teil über die Leerheit besprochen. Und jetzt gehen wir zurück an den Anfang. Und ich wiederhole nur die coolen Teile. Und an das solltest du dich erinnern, wenn du in 20 Jahren deine Studenten unterrichtest. Das sind die Teile, an die ich mich erinnere, die ich von meinem Lehrer erhalten habe. Wie macht man das Buch? Seit 40 Jahren mache ich das Buch. Wir glauben, dass wir nie so etwas Großes getan haben, wie jemanden umzubringen. Und wenn ich über meine zukünftigen Leben nachdenke, dann erwarte ich eigentlich ein recht angenehmes Leben in der Zukunft. Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe nicht das ganze Geld eines Landes gestohlen, wie manche Menschen tun. Ja, ich gebe zu, ich habe das nicht getan. Aber du hast nicht wirklich verstanden, was Sache ist. Wenn du wirklich nachdenkst, dann wirst du zu dem Schluss kommen, dass du wahrscheinlich in der Hölle landest. Warum? Karma verdoppelt sich. Jedes Frühjahr pflanze ich. I'm working on it. Jedes Frühjahr pflanze ich Wassermelonensamen. Und normalerweise wachsen 12 Wassermelonen. Und in jeder Wassermelone sind wahrscheinlich 200, 300 Samen drin. Also wenn du es zählst, bekomme ich aus denen 4000 Samen. Und geistige Samen sind noch viel kraftvoller. Also es ist nicht entscheidend, dass die Dinge, die wir getan haben, klein sind. Viele kleine schlechte Samen sind schlimmer als ein großer schlechter Samen von jemandem umzubringen. Also wir haben echt ein Problem. Wir haben Probleme und wir wissen es nicht mal. Also wenn ein Lehrer zu seinen Studenten sagt, ihr seid so dumm. Manchmal macht dann der Lehrer sogar während des Unterrichts indirekt eine Beichte. Also zum Beispiel, du schreist deine Studenten an. Und über Zeit wird daraus ein sehr großes Karma. Und warum sprechen wir darüber? Was bedeutet dieses Idiom?
als ich im Diamantengeschäft gearbeitet habe. Wir haben viele, viele wertvolle, unterschiedliche Edelsteine bearbeitet. Nicht nur Diamanten, sondern auch viele anderen. Es gibt auf dem ganzen Markt keinen klaren blauen Stein. Es gibt den Saphir, aber die sind dunkelblau. Damals waren die Chinesen sehr gut im Markt und wir haben uns getroffen mit den Japanern. Wir sind nach Japan gefahren und haben beschlossen, wir hätten gern pastellfarbene Edelsteine. Helles Grün, helles Rosa, helles Blau. Aber es gibt keine blauen Steine. Ich habe Ausbildung in Edelstein. Wenn du einen bestimmten braunen Topaz aus Sri Lanka nimmst und du es in einen Atomreaktor steckst, dann verwandelt es sich in ein wunderbares blauen Stein. Deswegen, wir haben die ersten Tests gemacht. Wir haben die braunen Steine in Brasilien gekauft. Und das heißt Schweizer Blau, weil der Reaktor in der Schweiz steht. Wir haben die Steine geschickt, sie haben sie in den Reaktor getan und nach 6 Wochen haben wir sie angerufen. Wie sieht die Farbe aus? Und es ist einfach nicht sicher, der Stein hat sich zwar in Blau verwandelt, aber er hat so hohe radioaktive Strahlung, dass es nicht sicher ist. Und dann haben wir herausgefunden, wenn du den Stein in einem anderen Land kaufst, dass er dann nicht so radioaktiv wird. Wir haben einen Weg gefunden, es zu machen und es ist auch legal. Und ich hatte Zweifel. Ich hatte einen Geigerzähler und der ist sicher. Und eines Tages haben sie einen ganzen Sack voller Steine gebracht. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist ein großer Sack voll der Steine gefährlich. Also ich habe das Atomministerium angerufen und gefragt, ob es sicher ist. Ich habe diese Steine, könnt ihr mir die bitte messen? Sind die sicher? Dann hat mich der Typ gefragt, willst du eine offizielle Aussage oder eine inoffizielle Aussage? Dann habe ich zu ihm gesagt, okay, lass uns mit der inoffiziellen anfangen. Die Zahl ist sehr, sehr klein. Wie ist es 10.000 auf einmal?
Ich kann dir das weder offiziell noch inoffiziell bestätigen, aber du solltest sie nicht in der Nähe von deinen Geschlechtsteilen aufbewahren. Organos masculinas, weil sich dann deine Stimme verändert. Und dann habe ich alle in meiner Firma überzeugt, nein, das können wir nicht machen. Warum rede ich darüber? Du sagst zu einem deiner Schüler, Jigmila, wo ist mein Kaffee? Oder wo sind die Leintücher für die Massage? Ich habe dich jetzt schon dreimal danach gefragt. Es ist nur ein kleiner Satz. Aber die kleinen Sätze sind wie der Topas. Alle zusammen, all die kleinen Sätze, die du in einem Monat sagst, werden radioaktiv, wie diese Steine in diesem Sack. Ich werde in einer ganz speziellen Hölle landen, wo ich Massageleintücher waschen muss den ganzen Tag. Wir sind noch nicht mal bis zum Lamrim gekommen. Der Lehrer bereitet den Vortrag vor, und das war damals 1921. Er spricht noch nicht über den Tod, sondern er spricht einfach über diese kleinen Dinge, von denen wir deprimiert werden. Selbst wenn du ein guter Mensch bist, zum Beispiel, wenn du die kleinen Dinge tust, wie an deinen Assistenten anschreien wegen den Leintüchern, das ist wie Strahlung. Es summiert sich. Einfach die Angewohnheit zu haben, diese kleinen Dinge, diese kleinen schlechten Dinge zu deinen Kollegen, zu deinem Ehemann, zu deinen Kindern zu sagen, das summiert sich und dann landest du in der Hölle. Es ist nicht genug, nur ein guter Mensch zu sein. Du musst ein Heiliger sein. Und es ist auch, macht auch mehr Spaß, habe ich gehört.